Jetzt gibt es wieder das Kneipenduell. Ich bin Jesko und heute ist der Braunschweiger Oberbürgermeister da, Ulrich Markurt. Herzlich willkommen, Uli. Hallo, Jesko. Und wir fragen uns, brauchen wir wirklich einen Oberbürgermeister? Und gilt hier Braunschweig first. 10 Minuten, jetzt geht's los. Was kann ein OB eigentlich, ein Oberbürgermeister, überhaupt bewegen? Die Stadtkasse ist ja, die Finanzen der Stadt sind ja begrenzt. Was ist da an freiem Geld da für Aktionen, um zu gestalten? Naja, die Schwerpunkte setzt ja eigentlich der Rat. Aber der macht das auf Vorschlag der Verwaltung. Und wer schlägt der Verwaltung was vor? Der OB natürlich. Also von daher hat er so ein bisschen die Regie bei der ganzen Angelegenheit, setzt Schwerpunkte. Und es ist für die ehrenamtlichen Politiker schon schwierig, dann das Ganze zu widerlegen. Aber die Macht haben sie natürlich. Frage ist, was machen eigentlich OBs von chronisch unterfinanzierten Gemeinden? Hat es überhaupt Sinn, dass die so unterwegs sind oder nicht? Ich habe da viele Kollegen mal gefragt, etwa aus Nordrhein-Westfalen. Natürlich macht das Sinn, weil auch das wenige Geld vernünftig auszugeben, ist eine vielleicht sogar noch sportlichere Aufgabe, als wenn er im Reichtum schwimmt und wie Dagobert Duck nur überlegt, auf welchen Haufen packe ich noch ein bisschen was drauf. Also es bedarf viel der Kreativität. Aber wie viel freies Geld habt ihr denn zur Verfügung, wo ihr mal sagen könnt, da machen wir jetzt mal ein schönes Projekt für die Bürger oder sowas draus. Ihr habt ja auch viele Pflichtaufgaben, die dazu erfüllen. Überwiegend Pflichtaufgaben. Ja, deswegen, das bindet euch ja enorm. Ne? Deshalb sind wir dauernd am Meckern und sagen, der Bund hat super Ideen und sagt, ey, wir machen nochmal dieses. Und alle sagen, hey, das ist eine super Sache. Kann man die umsetzen. Und dann sagt er, die Kommunen sollen das machen, weil die können das. Auch richtig, die können das auch. Aber wir kriegen das Geld nicht dafür, das umzusetzen. Also zum Beispiel jetzt Alleinerziehende länger zu unterstützen, finde ich eine super Geschichte. Die Kinder werden älter, brauchen trotzdem ganz viel Unterstützung. Und viele Väter, meistens sind es ja Väter, stellen sich nicht ihrer Verantwortung, sind nicht da, müssen wir einspringen. Ja. Jetzt sollen wir da mehr machen, ist gut, aber wir sollen es auch bezahlen. Und wir brauchen alleine, so eine Stadt wie Braunschweig braucht dafür mindestens ein halbes Dutzend Menschen, die sie einstellt, die sie bezahlen Klar, muss. Das kostet alles Geld. Ja. Und das habe ich Frau Schwesig auch schon gesagt. Super Idee. Aber ihr könnt ja, ihr lebt ja, glaube ich, ihr kriegt ja einen Teil von der Einkommensteuer und habt ja noch Grundsteuern und viele andere Dinge, auch Steuern, die ihr selber setzt oder die ihr bekommt. Hundesteuer oder sowas ist das, glaube ich. Ne? Die könnte man ja zwischendurch auch mal hochsetzen, so eine Hundesteuer. Ich habe zwei Hunde, ein bisschen Kohle. Jetzt ist aber Schluss. Ja, da gehst du mit einem guten Beispiel voran, du zahlst das dann halt gerne in dem Fall. Nee, aber ihr könntet ja sagen, okay, dann verlangen wir halt, wenn wir feststellen, nicht nur du stellst ja als Oberbürgermeister fest, sondern auch viele andere wahrscheinlich, da wollen wir einfach mehr von der Einkommensteuer haben. Da können wir hier regional mehr gestalten, auch mehr Identifikation schaffen für die Bürger. Weil sie erleben, dass hier was gestaltet wird und nicht nur das da ist, was sie ohnehin erwarten. Ja, so also das, Theater, das, naja, Schulen und was auch immer. Andere machen solche Sachen dicht und sagen, Theater geht nicht mehr. Theater ist ein gutes Beispiel. Das ist freiwillige Aufgabe, das müsst ihr ja, glaube ich, nicht machen. Ne? Wir sind ein Oberzentrum. Also wenn es hier kein Theater gäbe, wo soll es denn bitte dann ein Theater geben? Ja, auch mit der Theatertradition. Das ist ein Stadttheater, die können das im Moment bezahlen, vielleicht können sie es auch irgendwann mal nicht bezahlen. Wir haben ja ein Staatstheater aus entsprechender Geschichte heraus, das heißt, das Land zahlt 2/3 aller anfallenden Kosten, wir zahlen 1/3. Das bindet in der Tat schon etliche Millionen Euro jedes Jahr im Kulturetat, ist aber etwas, was ein Oberzentrum schlichtweg haben muss. Wir müssen auch Schwimmbäder haben. Ja, andere machen Schwimmbäder zu. Wer sagt, dass er das haben müsste? Ich meine, also so viele Leute jetzt in meinem Alter nutzen das Theater ja gar nicht. Wer sagt, dass das hier da sein muss? Das ist übrigens eine traurige Erkenntnis. Das ist ja tatsächlich so. Also ich meine, ich gehe da nochmal hin, aber viele machen es nicht. Also wie viel Prozent der Bürger nehmen das wirklich an? Und warum braucht man dann überhaupt so ein Ding, wenn du es gerade schon ansprichst? Da müsste man jetzt die neue Intendantin vielleicht mal fragen, warum ist Theater heute wichtig? Also ich finde es wichtig, nicht nur als Unterhaltung, sondern etwa auch als Anregung. Ja. Kultur soll ja auch immer uns zum Nachdenken anregen und nicht nur einen schönen Feierabend inszenieren. Das aber auch. Also ich gehe ins Theater auch gerne mal, um mich schlichtweg unterhalten zu lassen. Schaue mir eine schöne Operette an oder eine Oper, wo ich Tränen in den Augen habe, weil die Emotionen rüberkommen, aber auch mal Schauspiel, wo ich denke, ja, das ist auf dem Punkt genau das, worüber wir gerade mal nachdenken sollen. Dann immer die hingehen, die es sollten, das muss jeder und kann aber Gott sei Dank jeder selber entscheiden. Aber jedenfalls, du nutzt es. Aber wenn, ich wohne neben dem Theater. Da klar, dann gestern hin. Aber ich frage mich auch, Mensch, wie könnte man mehr Identifikation schaffen? Wie können die Bürger wirklich spüren, dass in ihrer Stadt was passiert? Könnte man ja zum Beispiel sagen, ich nehme teil,
der Steuern, die ich jetzt über die Einkommensteuer als Bürger zahle, und kann zum Beispiel auch vor Ort entscheiden, in welche Projekte das gesteckt wird. Also ich habe wirklich einen Teil der Steuergelder, die ich dann vor Ort investiere und als Bürger sagen kann, ich möchte, dass es in die Schule da hinten investiert wird, in Teilen, ja? Teil meiner Steuereinnahmen. Ja, okay. Habe ich mehr Identifikation mit der Stadt, die Stadt kann dann auch mehr gestalten, es passiert was. Weil so spielt ja auch Kommunalpolitik bei den Leuten im Grunde genommen im Kopf wenig eine Rolle. Also man liest zwar mal hier was drüber, aber es haut jetzt auch keinen thematisch um, wenn wir ganz ehrlich sind. Naja, es sei denn, es gibt so Dinge, die genau vor meiner Haustür stattfinden. Eigentlich ist Kommunalpolitik das, was jeden direkt betrifft, ob er es merkt oder nicht. Die Schwierigkeit ist, wir machen das ja gerade und sehen, was es bringt, aber auch was es für Schwierigkeiten mit sich bringt. Das Gute ist, wenn man alle fragt, was findet ihr richtig und falsch, dass man sich erstmal auf die Dinge kapriziert, die einen direkt angehen. Also ich habe gerade ein kleines Kind in einer Kindertagesstätte. Das ist die Kindertagesstätte, wo wir betreut werden, das Wichtigste auf der Welt, und zwar genau diese hier, wo mein Kind ist. Wir müssen aber sehen, alle Kindertagesstätten dieser Stadt, alle Schulen dieser Stadt und nicht nur die Schule, wo nun gerade dein Zwerg eingeschult wird und wo du sagst, Mensch, hier müsste aber mal endlich renoviert werden. Hier fehlen 5 Millionen. Warum macht das hier keiner? Ja, weil vielleicht in anderen Schulen es dummerweise noch schlimmer aussieht. Und da so ein bisschen den Überblick zu behalten, das ist Sache der Stadtverwaltung, aber eben auch der Politik. Dafür sitzen nicht nur Bezirksräte zusammen und gucken, was in ihrem Quartier los ist, sondern der Rat muss einen Ausgleich schaffen und der muss Prioritäten setzen und eben sagen, ja, bei allem Verständnis, die Schule vor der Schule. Alles zusammen geht nicht. Wir haben ja die Umfrage gemacht oder wir haben ja im Rahmen dieses Projektes Denk deine Stadt wirklich gefragt, was findet ihr wichtig? Das lag gar nicht so weit auseinander. Also die großen Linien, was fehlt, was sollte weitergemacht werden, was ist auch gut und soll verstärkt werden, das ist bei denen, die sich beteiligt haben, das waren immerhin 5000, lag das doch dicht beieinander. Also das sind schon die Dinge, die uns sowieso jeden Tag beschäftigen. Aber trotzdem geht es um die Gestaltungskraft, wenn ich mir überlege, Mensch, bei der letzten OB-Wahl, 2014 bist du gewählt worden, dann der Stichwahl, Wahlbeteiligung, ich glaube 49%, also unter 50%, über die Hälfte der Bürger sind da überhaupt nicht hingegangen. Also liegt das auch daran, dass die Leute sagen, naja gut, im Grunde genommen ist es egal, wie die Stadt regiert, weil viel machen kann der OB überhaupt, kann er ja ohnehin nicht. Du hast ja gesagt, finanzielle Mittel sind begrenzt. Also ich meine, das haut da, deswegen meine ich auch, es haut da keinen vom Hocker. Ne? Warum packt das die Bürger nicht? Also natürlich sind wir nicht so präsent in den Medien mit der Kommunalpolitik. Du bist auch noch mal ein Bierchen hier. Ich nehme auch mal ein Bierchen, Jacqueline, bringst du uns noch mal zwei? Ja. Jacqueline macht das heute mal. Klar, wer ist präsent? Das sind die Großen, das ist die Merkel, das ist der Gabriel, das sind die anderen Figuren. Also die sieht man jeden Tag. Und worüber unterhält man sich im Sportverein? Im Wesentlichen über das Thema Bundespolitik. Ja. Die ganz großen Dinge, die sind ja wichtig für uns. Die kommen hier auch an. Also zum Beispiel das Thema Steuerverteilung. Bin ich der Meinung, ist nicht gut verteilt. Müsste mehr in den Kommunen kommen. Da wäre doch meine Idee gar nicht verkehrt, oder? Nein, deine Idee ist gar nicht verkehrt. Das Geld mehr hier ordentlich. Ja, natürlich. Ein bisschen, dass ich auch mitentscheiden kann. Danke dir. Nur das finden die wahrscheinlich da oben auch nicht so witzig, aber wir pochen da jeden Tag an und sagen in Berlin jetzt. Du selber auch, bist da präsent, ja? Bin ich Kämpfer, auch. Kämpfer für die Kommunen. Ja, das sind andere auch. Also wir haben richtig starke Kolleginnen und Kollegen, die da ordentlich auf den Putz klopfen. Und ich glaube, da brauchen wir mehr Unterstützung der Menschen, die vor Ort wohnen und die sagen, mach doch mehr für die Schulen. Das passiert jetzt übrigens auch. Es gibt jetzt mehr Programme des Bundes. Prost, erstmal schön, dass du da bist. Ja, Prosit. Prost. Also das passiert ein bisschen mehr als früher, weil die ganz großen Probleme kann man zwar lösen oder auch nicht, darüber kann man meckern oder auch nicht. Trotzdem müssen unsere Schulen saniert werden, trotzdem müssen Straßenbahnen fahren, trotzdem müssen wir dafür sorgen, dass hier Integration läuft. Das läuft alles vor Ort, das läuft immer in den Kommunen. Und hier ist die große Gestaltungskraft eigentlich unseres Landes. Und wenn man ganz ehrlich ist, entscheidet sich auch die Zukunft der Demokratie. Aber wie denn geht dann trotzdem keiner so richtig? Also die Leute wissen, dass alles relevant ist. Das ich glaube, sie wissen es nicht. Ich glaube, viele wissen es nicht. Vielleicht macht er auch zu wenig. Wenn ich jetzt mal gucke zum Beispiel, was macht der Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig? Was sind seine politischen Themen? Da gehe ich auf die Seite der Stadt. Ja. Da hast du ja so eine kleine Rubrik, ne? Der Oberbürgermeister persönlich, sein Leben. Dann weiß ich, dass du gerne Kanu fährst auf der Oka oder da unterwegs bist, dass du ein sportlicher Typ bist, dass du hier aus Braunschweig kommst. Aber ich erfahre nicht einen Punkt, der dich persönlich
politisch bewegt. Du sagst, dafür stehe ich. Ja. Du twitterst nicht. Donald Trump macht das ja vor. Ja? Da kann man den Bürger packen. Jetzt geht schon wieder der Wecker. Das ist jetzt gerade nicht mein Vorbild, würde ich gerade sagen. Muss er nicht, aber der mag zwar twittern können, aber vielleicht kann er andere sagen. Aber er ist zumindest da unterwegs. Vielleicht macht er zu wenig. Jetzt sind die Zeiten schon leider wieder um. Also was wir in der Tat machen werden, wir werden noch transparenter darstellen, was macht eigentlich die Stadtverwaltung. Das ist nicht nur der OB, aber das ist natürlich das Gesicht der Stadtverwaltung, ob ich es will oder nicht. Aber ich wollte es ja, sonst hätte ich mich auch nicht zur Wahl gestellt. Wir werden das, glaube ich, noch stärker rüberbringen müssen. Was macht er eigentlich so einen ganzen Tag und wofür steht er? Im Moment ist das Thema Mobilität. Ich glaube, das ist angekommen. Es ist das Thema frühkindliche Bildung. Aber das wissen auch alle, dass ich da viele, viele Jahre intensiv dran gearbeitet habe. Da haben wir eigentlich schon genug mit zu tun. Wir sind eine super Stadt. Wir haben ganz viele Ressourcen hier. Wir arbeiten zusammen mit der Wissenschaft. Wir wollen zusammenarbeiten mit den anderen Kommunen um uns herum. Und das kannst du alles schön mal posten auf Facebook oder Twitter. Das werden wir tun. Das werde ich ehrlich gesagt machen lassen, weil ich es auch nicht so richtig kann. Kann man lernen. Ja, kann man. Einfache Sprache. Tom kriegt es ja auch hin. Ist auch kein Sprachkünstler. Ne? Nee, wahrlich. Ich glaube, er ist auch kein Regierungskünstler. Und das, ich hoffe dass diese Kunst nicht uns noch ganz große Probleme macht. Aber jetzt ist die Zeit natürlich wieder wahnsinnig begrenzt. Eigentlich schade, dass es nur 10 Minuten sind. Aber du hast jetzt die Chance, in deinem Schlussstatement den Bürgern nochmal zu sagen, warum du meinst, dass ein Oberbürgermeister, dass wir den überhaupt brauchen. Und was er für Gestaltungsmacht hat und warum hier auch Braunschweig First gilt. Das haben wir ja in der Anmoderation gesagt. Braunschweig First. Ja, das gilt für uns natürlich schon. Also ganz im Ernst, ich hätte doch so einen Job nicht gemacht, weil wegen der Knete macht man es nicht. Was verdienst du? Man ist weniger als ein Abteilungsleiter vom Volkswagen oder ein Sparkassenleiter. Und das ist? Das ist ganz ordentlich. Aber willst du nicht sagen? Nee, will ich nicht sagen. Aber kann man übrigens nachgucken, ist gar kein Geheimnis. Okay. Fast so viel wie ein Staatssekretär. Aber ich habe jetzt unterbrochen, Entschuldigung. Also das Entscheidende ist, dass man richtig Bock haben muss, Stadt zu gestalten und die Möglichkeiten, die man hat, auch wahrzunehmen, dass man die Chancen sieht, dass man die Chancen nutzt, dass man Menschen begeistern kann, mitzumachen. Ich glaube, da ist mir einiges gelungen, auch wenn also in der Leute Tat begeistern kannst zu Hause du sitzen. Sagen. Na, es sind doch etliche unterwegs, die in den Themen mitmachen, die auch ganz viel einbringen, auch an kreativen Ideen, die wir nicht alle selber haben müssen. Dafür haben wir 250.000 Menschen in dieser Stadt und da sind viele dabei, die mindestens so klug sind wie wir. Und wenn wir es zusammen machen, kommt am Ende noch was Besseres bei raus. Ich bin nicht der Besserwisser, ich bin nicht der Alleswisser, ich bin derjenige, der das Ganze versucht zu moderieren und ein paar Akzente zu setzen. Und mein Punkt zu der Sache ist, glaube ich, ihr müsst da mehr kommunizieren, ihr müsst die Leute mehr für Kommunalpolitik begeistern. Ich glaube, viele wissen gar nicht, wie wichtig das eben ist, weil sie zu wenig darüber lesen. Wenn du die regionale Zeitung liest, dann wirst du es noch erfahren, aber es haut eben keinen vom Hocker. Wir haben die Wahlbeteiligung angesprochen, das kann sich ja ändern. Ich glaube, da muss viel, viel mehr getan werden. Und ich glaube, mehr Steuergelder, die ich zahle, die regional eingesetzt werden. Dann sehe ich, dass was passiert. Das ist mein Punkt dazu. Herzlich gerne. Was wir machen, übrigens kann das jeder angucken, wo gehen denn die Steuergelder eigentlich hin, was machen wir damit, wird immer veröffentlicht. Vielleicht sollten wir es noch ein bisschen stärker machen, dass es auch diejenigen, die nur kurz einen Blick drauf werfen, sofort begreifen. Was wäre eigentlich eine Karriereoption für dich, nochmal OB von Wolfsburg zu werden? Bitte was? Wie war OB von Wolfsburg ist ja nicht weit oder Hannover oder sowas. Nein, Gott sei Dank. Wäre nochmal Entwicklung. Nein, ganz ernst. Land. Also OB ist heavy genug. Jeder kennt einen auf der Straße, ist nicht nur witzig. Und das geht nur in einer Stadt, nämlich einer, mit der man ganz eng verbunden ist. Das war mir völlig klar, geht nur in Braunschweig. Und die Eintracht hat. Eine Stadt, die Eintracht hat. Die Eintracht hat. Gibt es auch nur eine. Darauf trinken wir jetzt mal. Gerne, auf die Eintracht. Auf deine Eintracht. Auf das, was noch kommen möge. Prost. Prost.